So, meine Lieben, Tonaufbereitung ist eine super interessante Sache. Hier sehen wir zerhackte, also zerklopfte Tone, die ich im Prinzip in einer sehr kleinen Größe zerklopft habe. Das sind jetzt ungefähr 2 x 2 cm maximal groß und die werden dann quasi gesumpft im Wasser, im Wasserbad und dann hier wieder hingelegt, um halt zu trocknen. Hierbei ist zu achten, dass die Kanten schön rund geklopft werden, weil an den Kanten wird es halt am schnellsten trocken. So dass man halt wirklich an den Kanten hier so das festklopfen muss. Hier seht ihr aber, dass es noch schön klebt. Und das ist jetzt eine braune aufbereitete Masse. Und es sind verschiedene Tone zusammengemengt. Und ja, hier zeige ich das euch auch nochmal. Also so sieht das dann halt aus, wenn man die hier so einsumpft. Halt hier zu Wasser zugegeben. Die mauken jetzt. Also der Ton maukt jetzt gerade. Den habe ich gerade noch umgerührt. Und der maukt. Das ist so ein Fachbegriff dafür. Und hier habe ich halt gerade eben Wasser dazugegeben. Und hier sieht man wunderschön verschiedene Tonfarben. Genau.